Und dann gibt es noch einen dritten Teil in dem Song. Das ist diese Stelle, wo der Frauenchor dieses Happy, 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 Happy singt. Dieser so, Bring me down, I can't nothing. Ja, die Töne, die der Frauenchor singt, sind C, B, Ass und G. Der ist so ein bisschen strange. Happy, 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 Happy. Der Basisakkord, die Harmonie ist F-Moll. Ja, jetzt können wir uns im Prinzip aussuchen, was wir machen. Eine Möglichkeit wäre zu spielen. Boah, sorry. Hatte ich kurz das Ass vergessen. Da wäre der Groove drin. Dann hätten wir so ein bisschen dieses Percussion-mäßige, was im Song aussieht. Auf C beginnen wir. Also spiele ich C, oktaviert, 5. Bund G-Seite, 8. Bund C-Seite, die B-Seite. Halte ich mit dem Zeigefinger, indem ich ihn leicht nach unten kippe, zu und mache ihn zur Dead Note. Ne, einfach nur down, up. Zwei Schläge Dead Notes. Rutsche mit meinem Finger auf die 3 bzw. die 6, dasselbe. Jetzt muss ich die Seiten wechseln. Zeigefinger auf den 6. Mund, das wäre der Ton Ass. Der D-Seite, G-Seite wird zugehalten. Kleiner Finger geht auf den 9. Mund der B-Seite. Und einen zurück, 5 und 8 haben wir dann. Das ist quasi wie die singen. Happy, 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 happy. Machen wir, wo war C? Happy, 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 happy. Das wäre eine Möglichkeit. Die Alternative dazu ist, wir nehmen nur die tiefen Töne, also das C hier an der 5, das B an der 3, G-Seite wohlgemerkt, das Ass auf der 1 und das G könnten wir jetzt mit der 0 spielen, aber ich habe was anderes vor. Als Basis nehmen wir einen F-Power-Chord. Am besten greift ihr den dann so. F, also Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. So, dann kann ich hier das C erreichen mit dem kleinen Finger. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Das B. Das G. Und damit ich jetzt nicht hier noch diesen strangen Sound reinkommt, weil da entwickelt die Akustikgitarre richtig schön ihre Power, spiele ich hier nur noch den. Habe ich. Das muss das im Prinzip dasselbe. Schlagen. Ja, das heißt entweder oder. Vielleicht kann man es sogar kombinieren.